Hallo, wir sind heute bei unseren Sportstipendiaten und Gewichthebern Alexei Prochorow und Sabine Kusterer im Olympiastützpunkt in Leim. Wir gehen jetzt einfach mal schauen, was die im Training so machen. Ich bin der Alexei, ich studiere BWL an der Universität Mannheim. Ich bin Gewichtheberin seit diesem Jahr im Spitzensportstipendium an der Uni Heidelberg und studiere Economics. Also ich habe von den ganzen, sage ich mal, Vorzügen vom Ingolf schon erfahren und ich meine, als Sportler ist das Weg. Als es dann bei Alexei angelaufen ist, hat er mich irgendwann mal angesprochen. Die Uni Mannheim bietet ja das Spitzensportstipendium und die Überlegung ist es, auf die Metropolregion auszuweiten, also auch mit der Uni Mannheim, weil wir studieren ja an unterschiedlichen Universitäten. Und ich könnte mal die Sache ansprechen, ob die schon genau was weiß. Und dann irgendwann ging es dann los und dann habe ich mich beworben. Also bei mir waren es vor allem die extra Tutorien, die halt extrem hilfreich sind. Also dadurch, dass ich halt sehr viel trainiert habe, war ich bei den meisten Vorlesungen nicht da, habe auch viele Übungen verpasst. Und naja, dann war halt die Chance, nochmal persönliche, ich sage mal auch Nachhilfeunterricht fast, zu machen. Da und ich habe es genutzt und ja, das war das, was mir am meisten gebracht hat. Bei mir läuft es ja noch nicht so lange, aber ich hege genauso große Hoffnung, von den Vorteilen zu profitieren, die Alexei bisher bekommen hat. Eigentlich besteht er hauptsächlich nur aus Training und Regeneration. Die Uni stopft sozusagen bei mir die Lücken und ja, ich versuche es so gut wie möglich unterzubringen. Deswegen ist auch die Unterstützung vom Sportstipendium halt extrem wichtig, genau da Effizienz zu schaffen. Uni steht bei mir jetzt als nächstes direkt, ich sag mal in anderthalb Wochen, die Prüfungsphase an. Das heißt, ja, ich muss mich einschließen in meinem Zimmer und lernen. Und sportlich steht bei uns im November die Weltmeisterschaft an und da beginnt dann auch die Olympia-Qualifikation. Beide sind natürlich schon auf einem hohen Niveau, weil beide haben bei den Olympischen Spielen in Rio schon teilgenommen. Und meiner Meinung nach haben sie jetzt auch den richtigen Weg eingeschlagen mit dieser dualen Karriere, da sie auch noch studieren nebenbei, weil sich natürlich beide auch vorbereiten müssen, was mache ich nach dem Leistungssport. Und beide sind den Weg gegangen und machen jetzt Studium und parallel noch Leistungssport und versuchen sich auch für die Events zu qualifizieren, auch für die nächsten Olympischen Spiele. Insofern sehe ich das als sehr positiv, dass sie sich beide dafür entschieden haben, weil wir können leider nicht nach der Karriere, nach der Sportkarriere vom Gewichtheben leben, sondern wir müssen uns was aufbauen.